Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was hat Ihnen exakt gefehlt? Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was Sie schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Ey, Bro. Oh, Mann. Das sind Quotenmänner. Und wir reden heute über viele Eier, grosse Goal und riesige Schiff. Freuen uns vor allem aber auch, dass wir heute eine Stunde später dran sind. Wie sonst? Ja, ist die Zeitumstellung gewesen. Früher noch. Früher oder später? Man weiß es nie so genau nach der Zeitumstellung. He? Wie geht's euch, Schweizer? Du, geht mir sehr gut. Ich habe ein reinigendes Erlebnis gehabt am Wochenende. Ich habe wieder mal entsorgt. Ah, weißt du, warum es entsorgen ist? Weil man sorgenlos wird. Ja, richtig. Oder? Also wirklich, ich musste am Auto die Sitze runterklappen und habe das gefüllt mit Karton, mit Papier, mit Aludosen, mit PET, mit Flaschen, mit allem. Aber ihr habt schon auch Karton und Papier, die sonst abgeholt werden? Also, ja, das wird abgeholt werden. Wenn man es nicht vergisst, rauszutun. Ja, wann weiss ich, wenn Kartonsammlung ist? In der Regel, wenn ich zum Haus rauskomme, ins Auto steige und sehe danach, und danach hat der Karton und sagt, jetzt wäre Karton. Ja, in der Regel für mich der falsche Moment. Ja. Und das ganze Auto gefüllt mit Karton, mit allem drum und dran, bis unter das Dach, und dann kommt der Nachbar, oh, gehst du in die Ferien? Ich sage, nein! Ja. So ist das. Und ich habe mich wirklich köstlich amüsiert das Wochenende. In Genf sind Staatsratswahlen. Hast du auch einen Live-Ticker geschaut? Ich habe den Live-Ticker geschaut. Ist an und für sich nicht so spektakulär für uns da. Aber der Pierre Modet dürfte am einen oder anderen noch ein Begriff sein. Und ich finde die Geschichte so toll von dem Pierre Modet, vom ehemaligen Staatsrat von Genf, oder? Wo ja. Also, ich würde es wahrscheinlich nicht zu 100% richtig sagen, wie das passiert ist, aber ungefähr so ist es gewesen. Er hat es eigentlich gemacht. Er hat irgendeine Reise angenommen nach Dubai. Ein bisschen, Abu Dhabi. Oder Abu Dhabi. Also nicht Dubai, ist ja gleich. Einfach irgendwo dort her. Oder ja, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Anyway. Und er hat die Reise angenommen, als Geschenk quasi, und ist dort her, Formel 1 schauen und so. Ja, dann wäre es Abu Dhabi. Oder ist Dubai? Er ist auf jeden Fall sechs Stunden geflogen. Er ist ein Genfer Staatsrat, das heisst, er ist in der Regierung von Genf. Oder? Ja. Das sind 7 Leute. So. Und dann ist er dort übergeflogen, glaube mit der Familie und so. Und hat das genossen und ist zurückgekommen, dann kommt das aus. Und er so, ja, aber das war nicht so schlimm gewesen. Ich habe ja dann den Leuten nicht noch Gefälligkeiten gemacht, die mich eingeladen haben. Und aus, doch. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann seine Partei, so die FDP, komm, tritt doch zurück. Nein, ich tritt nicht zurück. Tritt doch zurück. Nein, ich tritt nicht zurück. Dann Partei so, dann tritt doch wenigstens aus der Partei aus. Damit du, nein, ich tritt nicht aus der Partei aus. Komm bitte, tritt doch. Nein, irgendwann haben sie ihn rausgerührt. Dann haben die anderen gesagt im Staatsrat, komm, tritt doch von deinem Amt zurück. Nein, ich tritt nicht von meinem Amt zurück. Jetzt warten wir mal das Urteil ab. Es gibt ein Gerichtsverfahren, ich tritt nicht zurück. Dann haben sie am Anfang seine Ämter weggenommen. Am Schluss ist er wirklich nur noch ins Büro, um den Kugelschreiber zu tragen. Ich hatte nichts mehr zu tun gehabt. Einfach, und alles, tritt doch zurück. Nein, ich bin unschuldig. Dann ist das Gerichtsverfahren gekommen. Er so, ich bin zwar jetzt verurteilt worden, aber ich bin immer noch unschuldig. Ich ziehe es weiter. Und übrigens, wenn das nächste Mal Wahlen sind, ich trete jetzt zwar zurück, aber wenn das nächste Mal Wahlen sind, dann trete ich wieder an. Dann ist er wieder angetreten, oder? Und dann ist er nicht gewählt worden. Und er so, ja, aber ich bleibe in der Politik. What the fuck, Alter? Was ist mit ihm? Es gibt doch so eine Szene von Monty Python mit dem Ritter, der keine Arme und kein Bein mehr hat. Ja. wo hässlich, aber jetzt zeige ich es euch. Ja, hat so. Sowas. Ja. Hat den Absprung verpasst, kann man sagen. Ein bisschen. Einfach sich klammern. Mhm. Einfach klammern. Mhm. Wie ist dir gegangen? Ja, gut. Ja, nein, nicht immer so schlecht, wie man es erwarten würde. Sagen wir es so, wahrscheinlich besser als ein Pierre Modet. Ja, das stimmt. Nein, ich habe da Wochenende so ein bisschen, wenn du online rumschaust und so, habe ich so ein bisschen verfolgt, wenn die Leute Kommentare schreiben, etc. Und ich vermisse das Wort. Ich vermisse... Entschuldigung? Nein. Oder was? Auch. Nein, ich vermisse Jenu. Jenu? Jenu. Ja. Das Wort Jenu können wir da wiederholen. Niemand sagt mehr Jenu. Wenn etwas passiert, einfach mal, Jenu. Diskussionen mit Leuten, die euer Argument nicht verstehen, wo die nicht nachvollziehen können, aus irgendwelchen Gründen, hört auf diskutieren, sagt einfach Jenu. Ihr müsst nicht mit einem Flat Earther diskutieren. Sagt einfach
Jenu. Also kannst du schon mit ihm diskutieren. Aber nein, bringt nichts. Am Anfang der Diskussion kannst du sagen, Jenu? Nichts. Alles wird ernst genommen. Alles. Also, ich will mit dem nicht sagen, dass man Sachen legitimiert. Überhaupt nicht. Aber ein bisschen Gleichgültigkeit, ein bisschen mehr Distanz. Selbsthygiene. Ja, sich ein bisschen schützen. Und da finde ich, das Wort ist wunderschön. Jenu. Könnte man da wieder ein bisschen mehr einführen, weil es bringt nichts. Es drehen alle am Rad im Moment. Macht einen Schritt retour. Macht, was immer euch hilft, um euch zu beruhigen und sagt, Jenu. Und auch einfach die Sachen nicht immer persönlich nehmen. Vor allem, wenn sie von anderen kommen und gar nicht gegen einen gerichtet sind. Also weißt, oft wird ja etwas twittert und dann hat man das Gefühl, das geht gegen mich. Dann ist es einfach eine Aussage von einer Person. Oder? Und die Leute sind dann... Ricky Gervais hat mal eine schöne Nummer zu dem gemacht und er hat irgendwie 12 Millionen Follower auf Twitter. Und er schreibt einfach, wenn ihm etwas in den Sinn kommt, schreibt das. Und dann nehmen die Leute das persönlich, weil sie das Gefühl haben, es sei an sie gerichtet, weil sie ihm folgen. Oder? Dabei sagt er, ich hau es im Fall einfach raus. Du läufst ja auch nicht durch die Stadt und dann siehst du ein Plakat, wo drauf steht, Gitarrenlektionen unter dieser Nummer. Und dann läutest du auf dieser Nummer an und sagst, ich wollte aber gar keine Gitarrenlektion! Das machst du ja auch nicht. Nein. Also, ist so, dann folg halt nicht mehr. Also, das ist so, wenn dich irgendwie Sachen triggert. Ja. Genau. Also, es gibt wirklich Sachen, wo wichtig sind und dort soll man sich auch darum kümmern, aber argumentativ und nicht einfach irgendwie, einfach, es ist nur noch ein Geschrei. Es wird nur noch umgebrüllt, hüben und drüben wird nur noch geschrauen. Wenn ihr das Gefühl habt, sagt mal einfach, Jenu, der ist nicht meiner Meinung. Egal! Wenn Leute nicht deiner Meinung sind, da gibt's, ist auch nicht so schlimm. Ich habe am Samstag habe ich nichts zu tun gehabt und habe gedacht, Jenu, dann. ja, du siehst, ich lerne schnell. Ja? Dann schaue ich halt DSDS. Oh, okay. Ja, ist ja das erste Mal jetzt gewesen, Live-Show ohne Dieter Bohlen. Das war im Vorfeld gross gewesen. Etwas, was mich jetzt sonst nicht interessiert hat, aber ich habe wirklich nichts zu tun gehabt. Und dachte, ah, gut, dann schaue ich mal wieder DSDS. Mit dem Fazit, die Show ist tot. Wirklich. Die Show ist tot. Ah, hast du auch noch gemerkt? Ja. nach der ersten oder nach der zweiten Staffel ist es... Nein, das stimmt nicht. Aber es ist wirklich... Also zum einen, klar, für die Umstände können sie nichts dafür. Sie sind irgendwie aus einem kleinen Industrieclub haben sie müssen senden, weil natürlich kein grosses Publikum und so. Die Idee war ja noch herzig gewesen. Aber statt dass sie irgendwie ein bisschen innovativ werden in den letzten Jahren, haben sie einfach so auf diesen altbewährten Muster weitergemacht, die so überholt sind. Jetzt haben sie Dieter Bohlen ja ersetzt durch Thomas Gottschalk. Oder? Okay. Also, wirklich, haben sie keine Eltern, sie haben keine Eltern mehr gefunden. Ein junges Talent. Der Thomas Gottschalk kommt dort raus, als wär's Wetten, dass Showtreppen. Es sind aber irgendwie nur drei Stufen gewesen. Und dann läuft er irgendwie, tut er zuerst so, als wüsste er nicht, wo er hinlaufen muss, obwohl drei Stühle siehst, wo die Jury sitzt. Oh, und Gott. Dann macht er eine Anfangsmoderation, die vor 20 Jahren vielleicht noch geil gewesen wäre, wo er erzählt, ja, der eine Titan ist weg, aber Titanen können nicht untergehen, jetzt ist ein anderer Titan da. Also, wo er sich selber noch als Titan abfeiert, was auch so ein bisschen leicht komisch war. Nachher kommt Oliver Geissen, der in den 90er Jahren mal ein geiler Moderator war und bringt alte Floskeln wie «Ja, wir haben noch nie so ein starkes Halbfinal gehabt, wie die letzten 7 Jahre im Halbfinal, wo das immer der erste Satz war.» Und nachher kommt er mit Sätzen wie «Vergessen nicht, es geht heute um einen Plattenvertrag, das kann euer Leben verändern, ein Scheissdreck wird es verändern!» Wirklich, ihr seid Kanonenfutter fürs Dschungelcamp, mehr sind ihr nicht. Und dann geht es los, dann kommen die Stimmen, die entweder schlecht abgemischt oder einfach wahnsinnig schlecht sind. Eins von beidem. Und dann ist der erste Song, ist von The Weeknd gewesen. Und dann muss die Jury aufstehen und mittanzen. Wenn der Thomas Gottschalk zu The Weeknd tanzt, ist das wirklich einfach ein Bild, das ich nicht will sehen. Er kann noch schlechter tanzen, wie sich anlegen, oder? Und die anderen zwei sind Maite Kelly, okay, ja, kennt man, Kelly Family, gross gewesen natürlich. Und der Mike Singer, den ich zuerst mal googeln musste, weil wir irgendwie haben das Gefühl, ich kenne den schon. Ja. Und habe dann gesehen, Platz 54 in der Schweizer Hitparade. Herzliche Gratulation. Moment, der Mike Singer haben sie ja ausgesucht, weil der Name passt. Singer. Ja. Und der ist natürlich die Generation TikTok, da gehörst du nicht mehr dazu, Büssi. Ja. Der ist riesig. Gell? Ja, schlägt sich mega fest im Erfolg nicht. Platz 54 in der Schweizer Hitparade. Ich sag's nochmal. Was ist die Schweizer Charts für eine Referenz? Ja, auf jeden Fall. Nein, ist am Schluss ist da, nein, ja, aber das ist für einen Musiker schon Thomas Gottschalk sind Charts vielleicht noch eine Referenz gewesen, damals in den 90ern. Heute sind Charts keine Referenz mehr, es tut mir leid. Ja, aber du verkaufst ja nicht Geld mit TikTok-Videos. Mit TikTok findest also, du nicht kein Geld. Wirklich, aber du kannst ein populärer Musiker sein und nicht in den Charts. Ja, gratulieren. Ja. Ja. Dann wärst du in den Spotify-Charts, ist ja gleich. Also weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall
für mich ist er wesentlich zu wenig irrelevant mit Platz 54 in der Schweizer Hitparade. Das ist wie wenn ich würde anfangen Fitnessvideos machen. Das nimmt doch keinen ab, oder? Wenn es so eine Karrieretipps gibt. Ja, also ich ja, du schon als Fitness-Influencer. Also, Fazit, die Show ist tot seit Beatrice Segler und Luca Haini hat keinem etwas gerissen dort. Früher hast du wirklich noch Alexander Klavs, lebt mittlerweile als Musical-Darsteller. Ja, als Musical, sehr gut. Ja, also, ja. Der hat wirklich nachher ein Leben aus dem können machen. Pietro Lombardi schlägt sich auch gut durch, etc. Also, das sind doch ein paar. Früher noch. Oder? Ja. Aber seit irgendwie gefühlt 5 Jahren kommt dort nichts mehr raus. Oder? Du, haben wir irgendwie die Rolle gewechselt? Ja, ich habe da auch noch gemacht. Am Samstagabend schaue ich Live-Fernsehen. Ja, und du bist der, der die und ich reg mich auf. Ja, weil ich hatte da dazu einfach einen Tipp bei DSDS. Mhm. Sag einfach, Jenu. Ja. Ja. Fjockli. Aber Gottschalk, 70. Ich tritt dort nochmal an. Mhm. So unter dem Motto, ich war alt und brauchte die Aufmerksamkeit. Ja. Der Dieter Bohlen ist bekannt für Modern Talking, der Thomas Gottschalk ist eher bekannt für Endless Talking. Es gibt übrigens einen 4-stündigen Clubhouse-Talk zum Thema «Wetten das?» mit Thomas Gottschalk. Kann man sich mal geben, ist auf YouTube aufgeschaltet. Ist ja, ich glaube, das ist wirklich noch spannend zum Schauen. Du bist ein grosser «Wetten das?»-Fan, kann man sagen? Ich bin ein grosser «Wetten das?»-Fan. Oh, du nicht. Habe ich die Geschichte mal erzählt, wenn ich mit Thomas Gottschalk da Nein, danke, ist gut. Okay, also ich erzähle dir jetzt nicht nochmal. Du kannst es irgendwann mischen, du hast ihn im Durchgau getroffen. Und ein geiler Move vom Bohlen, oder? Währenddem das Halbfinale läuft, haut er auf Instagram ein Video raus, wo er sagt, ja, also ich kann nicht sagen, was ich mache, aber grosse Projekte, die kommen. Ja. das war mir alle ex-missen. Er hat gesagt, ich kann nicht darüber reden, aber es kommt ein ganz grosses Projekt. Ja. Aber ich glaube, hauptsächlich übernimmt er jetzt mal die Aufgabe von Thomas Gottschalk und macht nichts. Ja. Ja. Wie hat der Bohlen auf den Nachfolger reagiert? Also laut RTL hat er gesagt, yeah, no. Ja. Ja. Gut, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe so einen Ausschnitt gesehen auf YouTube, oder? Mhm. Und dort sieht man, wie der Thomas Gottschalk wirklich Probleme hat, quasi das irgendwie auseinanderzuhalten im höheren Alter. Mhm. Ist er jetzt bei DSDS? Ist er bei Wetten das? Wo ist er? Er hat ja zweimal gesagt, oder? Top, das Urteil gilt. Wenn er fertig ist mit seiner Meinung zu den Sängern. Ja. Ja, nein, ich weiß nicht, was der dort macht, effektiv. Also, nein, der hat ja ein gutes Leben. Also der moderiert ja, glaube ich, bei den Kollegen von SWR3. Ein super Podcast. Der macht einen Podcast? Ja, er hat einen Podcast. Aber nicht mit mir? Nein. Nein, einer von den wenigen. Der heisst Potschalk. Und dort ist er wirklich lustig, also sehr ernst auch und redet über, lustigerweise, genauso die Welt wie ein Mike Singer oder so, wo er null Bezug dazu hätte. Mhm. Und lädt recht über die ab und so. Aber es ist lustig, da müssen wir mal reinlassen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wollen wir zu den Themen der Woche kommen? Unbedingt. Ja, ihr seid ja auch grosse Fußballfans, ist das richtig? Mhm. Gut. Schon immer gewesen. Gut, das Mal war ja auch etwas für Nicht-Fußballfans, ein Schweizer Nazi-Spiel zu schauen gegen Litauen. Das ist eigentlich die grösste Action ja vor dem Spiel passiert. 5 Minuten bevor es losgegangen ist, sind die beiden Goal nochmal gemessen worden. Dann haben wir gemerkt, ups, eins davon ist ein bisschen zu hoch, und zwar ganze 10 cm. Ja. Du weißt ja, auch bei den Goal gilt Testen. Ja, wir haben vielleicht keine grosse Klappe, aber Gott verdiene, wir haben grosse Goal. Ja. In St. Gallen. In St. Gallen, ja. Also auf einer Seite jedenfalls. Ja. In St. Gallen ist ja alles 10 cm grösser. Ja. Yep. Alles klar, ja. Vielleicht hat sich das Goal einfach mega auf den Match gefreut. Ja, die Latte war ein bisschen zu hoch gleich. Ja, also jetzt die ganze Schweiz. Haha, St. Gallen hat ein Goal. Ey, es sind so Symmetrie-Faschos. Hallo. Moment, auf beiden Seiten gleich grosse Goal. Ja, und dann sind wir noch stolz drauf. Als ob wir etwas damit zu tun hatten. Nichts. Nein. Ja. Nein. Die Schönheit kommt manchmal von der, wie sagt man? Von der St. Galler? Nein, das sagt man ganz sicher nicht. Nein, nicht so. Das definitiv nicht. Aber wenn es also nicht bei uns im Podcast schon. Ist, ja, aber wenn es nicht ganz perfekt ist, wird es richtig schön. Entschuldigung, wir haben dich niedergeschrien. Es ist positiv gewesen. Wir haben nur gut über dich geredet. Auch noch. Wirklich. Hey, wir sind ja nur eifersüchtig, dass du der Schönling von unserem Podcast bist. Du bist Schönling in diesem Podcast. Du bist ist der lustig. Und der Schweizer. Ich habe tolle Rezepte. Beim Schweizer sagt man ja noch. Wirklich nicht erst. Aber das Beste ist ja, die haben dann Ersatzgoal gebracht und nicht hat man noch ein Loch gefunden im Netz. Also, wirklich, Masche hat noch geflickt werden. Das ist ein wahrer Fakt. Ja. Ich habe mich dann schon gefragt, haben die in St. Gallen jetzt, weißt du, die letzten 13 Jahre in dem Kribunpark einfach immer mit dem grossen Goal gespielt? Ich weiß nicht. Vielleicht wäre St. Gallen Meister geworden, wenn das Goal ein bisschen kleiner gewesen wäre. Wahrscheinlich, oder? All die Lattenschüsse, oder?
Ja. Ich behaupte als St. Gallen mal ein Lied am War. Aber das ist etwas anderes. Ja, vielleicht. Oh. Nochmal. Okay. Ja, nein, wenn es dumm läuft, müssen jetzt alle Spiele vom Kibum Park wiederholt werden seit 2008. Ja. Aber hey, dann kann GC wenigstens auch wieder mal auf die Liga spielen. Ja, mich freut es. Ja, das könnte für GC ein gangbarer Weg sein. Golfverkleiner. Golfverkleiner. Ja, nein, es ist ja viel schief gelaufen bei dem Spiel. Oder? Es hat praktisch keine Zuschauer gehabt und die dort waren, haben nicht einmal gewusst, wo im Schiri sein Auto steht. Ah, ja. Apropos Pleitenpech und Pannen, ich glaube, die Geschichte, die gerade auf Social am meisten abgegangen ist in den letzten paar Tagen, ist das Containerschiff Ever Given. Es heisst Ever Given, gell? Ja, ich bin so irritiert, weil auf allen Bildern steht Evergreen drauf. Ja. Also heisst jetzt Ever Given oder Evergreen? Nein, Evergreen ist die Reederei, oder? Mhm. Was ja auch Sinn macht für ein Unternehmen, das hauptsächlich Diesel in die Welt rausschüttet und billigen Schrott aus China nach Europa transportiert auf Containerschiff. Wie könnten wir uns nennen? Evergreen? Vielleicht fällt es dann weniger. Ja. Ja, die sind auf jeden Fall sich nicht so grün geworden mit dem Suezkanal. Ja. Hat den blockiert. Mehr als 200 Schiffe warten ja auf beiden Seiten zu auf den Durchfahrt. Ja, das passiert, wenn du, mal nicht nach, wenn du einfach nach dem Navi fährst. Wenn du blind nach dem Navi fährst. Ein bisschen gut. Ein bisschen links und rechts schauen. Ja, ja, siehst du ja den Kanal. Die sind stecken geblieben. Was da könnte helfen, wäre kretisches Olivenöl. Dann flutscht das, das wieder. Ja. Der Einzige, der mehr Leute blockiert, ist ja der Büssi. Das stimmt. Ja. Das geht recht schön. Auch auf seinem Kanal. Auf meinem... Oh! Ja, ich glaube, der Captain war ein bisschen Querlenker. Hashtag no Suez. Ja, aber weißt, jetzt müssen sie das Schiff dort rausbringen. Respektive mittlerweile, jetzt während der Aufnahme von diesem Podcast, ist jetzt die Hälfte des Schiffes schon draus. Ja, jetzt ist die Frage, ich glaube, wann bringen sie das Ganze raus? Und ich stelle mir das schon auch komisch vor. Jetzt muss er dort quasi rausparkieren, muss unten rausmanövrieren und alle schauen zu. Ja. Das ist einfach auch Druck. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist Druck. Das ist, wenn du jetzt einparkieren musst und steht dort schon einer und wartet. Und weißt, jetzt muss ich vor dieser Person das Auto in die Lücke zwängen. Schwierig. Ja. Apropos chinesischer Plunder, der dort drauf ist auf dem Schiff. Statt AliExpress ist es jetzt einfach nur noch Ali. Im Moment. Die anderen Kapitäne sind jetzt wahrscheinlich ganz schön suet-sauer. Oh, ja, es ist etwas schief gegangen, ja, kann man sagen. Oh, haben wir noch das Wort Schiff happens! Ah. Schiff happens, da! Bam! Das ist schon lustig. Ich habe die Bilder gesehen und danach gedacht, der Schettino schafft wieder. Er ist wieder da. Suez-Kanal. Oder wie es letzte Woche geheißen hat, der Suez-Kanal. Ja, yep, absolut. Der Suez-Kanal ist auch der Schliessmuskel vom globalen Handel. Das war ein bisschen so. Wie wäre es eigentlich mit einem zweiten Kanal? Ich frage für einen Captain. Nein, ernsthaft, die sind jetzt wirklich... machen, die sollen den Kanal wieder frei machen, da die Holländer, die hat man die Holländer runtergeschickt, oder? Weil auf dem Schiff, auf meinem Schiff, wo dort steht, sind meine neuen Crocs und ich möchte die eigentlich gerne. Oh, bitte, bevor er ganz eskaliert. Ja. Aber wenn sind ja immer so die Masse rumgegangen, nicht so wie gross das Schiff. Ja. Ich habe mir nichts können darunter vorstellen. Wie viel ist da in Monacos? Ja. Das Schiff, die Ladung, es ist... Ich habe gelesen, es ist wie wenn du das Empire State Building anleihst, sozusagen, in den Kanal. Das mache ich auch jede Woche einmal. Das kann ich mir genau vorstellen. Bin auch schon wirklich. Mir ist es grundsätzlich ein bisschen egal. Für mich ist ganz sicher nichts drin. Ich bestelle meine Sachen nicht per Schiff. Ich mache das ganz oldschool. Ich bestelle sie im Internet. Ah! Pointe! Pointe, richtig. Ja. Hey, kommen wir gehen zu den Spaniern. Die testen jetzt 4 Tage in Woche. Jawohl. Beziehungsweise 32 Stunden Woche. Mhm. Und zwar auf nationaler Ebene. Das ist ein Pilotprojekt. Und das soll dann im Oktober starten und insgesamt 3 Jahre dauern. Mhm. Und die Spanier so lecker 4 Tage arbeiten. Heftig. Das wird streng. Ja, eigentlich ist es eher ein bisschen umgekehrt. Oder? Also in der Realität, oder? Wenn du die Jungen in Spanien so anschaust, ist es eher nur noch 4 Tage arbeitslos. Okay. Ist leider wahr. Das ist leider wahr. Gut, wir beim SRF, wir arbeiten auch 4 Tage von diesen 5, die wir bezahlt sind. Mhm. Also, ja, das ist der SRF-Effekt. Oder? Du musst am Freitag extra ins Büro für das Feierabendbier. Ja, 4 Tage die Woche oder wie man in der Schweiz sagt, Homeoffice. Wenn man ehrlich wäre. 32 Stunden oder wie die Ärzte sagen, das schaffe ich an einem Tag. Oder wie wenn Corona sagt, oder ein Tag mehr Corona wäre jetzt auch nicht nötig gewesen. Ja, das stimmt natürlich. Einfach umhauen. Das wird ja bei uns wahrscheinlich nicht kommen. Never, ever. Nein.
Nie. Stell dir vor, die Schweiz könnte darüber abstimmen. Machen wir jetzt 4 Tage Woche. Nicht. Nein, wir erhöhen es auf 6. Ja. Vorher. Ja. Wir haben 6 Wochen Ferien abgelehnt. Abgelehnt. Ja. Abgelehnt. Das ist schade um die Wirtschaft. Ja, dann lungern die Leute einfach eine Woche mehr am Arbeitsplatz rum. Abgelehnt. Ich weiss noch, wir sind mal noch 6 Tage in die Schule. Wir haben am Samstag noch Schule gehabt. Stimmt. Und dann hat man irgendwann gesagt, den Samstag haben wir jetzt frei. In Ostschweiz kann man es brauchen. Weißt, das ist der Grund gewesen. Nein, ich meine, meine Eltern haben sich wahrscheinlich gefreut, weil die Kinder zum Haus aus waren am Morgen. Ja. Aber ey, einfach der Tag nur schon. Ja, nein, weißt du, da war eine Diskussion darüber, ob wir einen Tag mehr in die Schule gehen oder nicht. Nein, furchtbar. Das wird bei uns nie passieren, 4 Tage nein. Woche. Nein. Nie. Ob eben die Massnahmen, also das klingt so cool, oder? Wir machen jetzt die Testphase 4 Tage pro Woche, aber die machen das in erster Linie, weil sie einfach zu viel Arbeitslose haben. Ja, absolut. Ja, das ist also eigentlich eine gute Massnahme. Eigentlich grundsätzlich schon. Und die Situation ist also wirklich dramatisch. Mhm. Ich habe ja ein grosses Herz für Mallorca. Wir haben Familie dort. Und ich habe wirklich gerade vor 3 Tagen oder so eine Spiegel-TV-Dokumentation gesehen über die Zustände in Mallorca jetzt während der Pandemie, wo halt wirklich die Anzahl vom Tourismus gelebt, oder? Mhm. Sehr, sehr viele. Und also das sind Zustände, das ach, schaut es euch selber an. Es ist wirklich, es ist katastrophal. Mhm. Und ja, es ist dann so ein bisschen ironisch, wenn man sieht, wie sich da die Leute aufregen, wenn sie Masken anlegen müssen, während sie dort wirklich auf einer Nebenstrasse zelten, einfach weil sie keine Wohnung mehr haben. Mhm. Ja. Und zwar wirklich also auf dem Trotto zeltet. Genau. Und das ist brutal, was dort im Moment abgeht. Darum ist die Massnahme ja gut. Also wenn man die Arbeit, die rum ist, in dem Sinn verteilt auf mehr Leute. Und darum die Leute weniger arbeiten, also weniger Tage arbeiten. So, das ist eigentlich die Grundidee dahinter. Hey, apropos Arbeitslose, der Prinz Harry, der hat einen neuen Job. Congratulations. Mhm. Und zwar als Manager. Er ist Chief Impact Officer für ein amerikanisches Startup-Unternehmen und er wird jetzt dort auch nicht mehr mit Prinz angesprochen werden. Ja. Sondern Harry, the artist formerly known as Prince Harry. Ja, das ist Chief Impact Officer. Ja. Okay. Was macht so einer? Winken wahrscheinlich. Mhm. Das könnte er, oder? Mhm. Winken kann er. Das ist das Einzige, was er eigentlich mal super von der Pike auf gelernt hat, ist winken. Schau, da stehst du, du bist doch Chief Impact Officer. Ja, wieso kannst du da überstehen und winken? Ja, nicht so schnell. Ja. Langsamer winken. Ja. Vor allem muss er sich jetzt wieder zuerst als Winken gewöhnen. Jetzt hat er ja lange nicht können winken. Jetzt muss er sich zuerst wieder daran gewöhnen. Ja. Oi, aber ich kann es noch, du. Das ist wie Velofahren. Ja, das ist, ja. Ja, er ist der Roger Federer vom Winken. Oder der Novak Djokovic, der ist ja besser. Dem, oder? Ja. Wie möchte eigentlich jetzt Meghan genannt werden? Prinzessin Leia, oder? Kann man jetzt einfach ein bisschen nehmen. Kann man jetzt so ein bisschen umgehen. Oh, der Harry. Ja gut, der ist schon länger ein bisschen schief angeschaut worden. Heute haben wir es wirklich mit einem unfassbar schlechten Wortspiel. Gut, aber Queen hat ja auch schon reagiert. Sie so, yeah, no. Ja, wirklich. Also auf die Situation passt es hervorragend. Yeah, no. Wobei, würdet ihr BFF sein mit dem Prinz Harry? Kann ich jetzt wie nicht beurteilen? Ich kann den nicht. Also ich finde es jetzt einfach nur ein Urteilbild aufgrund von der öffentlichen Wahrnehmung, die ich von ihm habe. Ja, und vor allem ist er jetzt auch einfach Vater, sie sind älter. Also von denen kenne ich langsam genug. Ja, aber jetzt mal angenommen, der Prinz Harry wäre ein cooler Dude. Mhm. Oder? Mhm. Dann wäre es schon noch spannend, mit dem zu befreundet sein. So. Und ja, aber du hast es ja schon gesagt, dann wäre er ein cooler Dude. Wäre. Das wissen wir ja nicht. Nein, eben. Aber wenn er da wäre, ist es mit jedem Mensch cool, zum zusammen sein. Wenn ja, aber nein, das ist schon noch etwas anderes. Dann bist du so, bist mit dem Zweiten in der Thronfolge. Mhm. Und vor allem. Das wäre also nicht mehr. Also, ja, nicht mehr. Aber einfach vor allem einfach mit einem, wo einfach völlig aus einer anderen Welt kommt. Mhm. Ich will einfach wissen, ob das Zeug stimmt bei der Crown. Das würde mich interessieren. Eben. Das würde ich mich fragen. Nein, also, ich muss dir mal vorstellen. Ja, das ist ja schon easy. Der Harry, wie heißt er im Nachhinein, ist ja gleich. Also der Prinz Harry. Windsor. Der ist in seinem ganzen Leben ist der noch nie los und ist gepostet. Der ist noch nie irgendwie. Der hat noch nie die Frau oder die Freundin oder irgendjemand angerufen und gesagt, du kannst schon noch Milch mitbringen. Und dann ist er auf dem Heimweg, ist er noch schnell in die Migros und hat noch einen Liter mit. Das hat noch nie. Null, der kennt. Der ist im Holzzuschnitt gestanden. Nein, der ist noch nie im Holzzuschnitt gestanden. Der hat noch nie angeschaut, ja, grüezi, da ist Windsor, Haarschnitt, wäre wieder mal das Thema bei mir. Wann kann ich kommen? Morgen um 10 Uhr, ja, geht 10:30, ist gut. Der hat noch nie so ein Telefon gemacht. Du meinst, er hat ganz viele Probleme, die wir haben noch nie gehabt. Ja. Du meinst, ich glaube, genau das findet der geil. Ja, hoffentlich auch. Also wenn du etwas nicht machen musst, dann so Sachen. Ne?
nicht posten, nicht in Holzzuschnitt. Der hat wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie etwas abgewaschen. Oder eine Abwaschmaschine gefüllt. Ja, auch da etwas, was man jetzt nicht unbedingt vermissen würde, oder? Nein, aber ich glaube, dass er das eben genau geil findet, wenn er das jetzt machen kann. Aha. Das ist ein bisschen, wie die Welt kann hinschauen. Ja. Wie die, Bankmanager, wo Millionen auf der Seite haben und sagen, ah, weißt du, jetzt tue ich lieber ein einfaches Leben geniessen und könnte irgendwie Bärenfallen aufstellen oder irgendeinen Lastwagen fahren. In ein Schweigeseminar gehen. Das stelle ich mir schon speziell vor. Mhm. Aber vielleicht kannst du eben genau aus dem Grund mit so einem Menschen keinen Satz reden. Da fängst du an. Ja, gell, also, nein, das versteht er nicht, was ich mache. Also dann am Wochenende. Nein, das versteht er auch nicht. Also, was man tut, ist er am Wochenende, nimmt das Auto, fährt in die Wäschanlage, geht es putzen, tut es selber raussaugen. Oder? Macht er das? Macht er am Sonntagmorgen Spiegelei? Macht er am Sonntagmorgen Spiegelei? Oder er geht Rego entsorgen und danach bekommt er sagt, Harry, gehst du in die Ferien? In die Ferien. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist, so ist ja auch noch spannend, wenn da Leute Sachen können auch lernen, respektive wenn du ganz viel Neues kannst lernen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, da, heb da mal, aha, das ist jetzt eine Pfanne. Das ist noch schwer in der Hand. Stellst du dich auf den Herd. Stille, nicht draufhauen! Da lernst du ganz viel. Jetzt kannst du das Ei am Rand zerschlagen und dann nachher kannst du es dir tun. Vorher musst du noch ein bisschen kretisches Öl rein tun. Ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, Achtung, nicht auf die Herdplatte langen. Dass er gern kocht, kann ich mir durchaus vorstellen. Dass er gern selber kocht. Das denke ich mir. Aber abwaschen wird er nicht. Wahrscheinlich nicht. Er macht immer nur den Geldteil. Ich tue gerne abwaschen. Wirklich? Mhm. Sehr meditativ. Ach, mal. Mal, dann gehen alle aus der Küche, dann habe ich meine Ruhe, kann abwaschen, wird alles super tipptopp. Mhm. Wie viele Eier hast du gemacht diese Woche? Ich? Also, braucht insgesamt, habe ich, glaube ich, diese Woche 6 Eier. Also, letzte Woche. Ich habe einen Zitronencake gebacken. Oh. Und jeder allein hat es 4 Eier drin gehabt. Ist gut gewesen. Das ist mein Lieblingskuchen, nur so als kleiner Hinweis. Sag dir mal einen mit? Ich würde mich sehr freuen. Ich mache einen sehr, sehr feinen Zitronenkuchen. Ganz neu, ja. Ich versuche jetzt die vierte Überleitung auf Eier zu machen. Das kann ich nicht. Das kommt irgendwie einfach nicht. Was hast du gekrault gestern vor dem Fernsehen, wo die SDS geschaut hat? Im letzten Jahr hat die Schweizer Bevölkerung pro Kopf so viele Eier gegessen, wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Okay. Jede Person hat im Schnitt 189 Stück reingehauen. Okay. Das sind viel mehr als im Vorjahr. Okay. So viel zum Thema vegane Ernährung mega im Trend. Ja. In deiner fucking Bubble vielleicht, aber da außen nicht. Da wird Fleisch gefressen und Eier und Milch getrunken und was weiß ich. Ja, Moment. Noch nie so viele Eier wie in den letzten Jahren, seit 20 Jahren. Nein. Moment, die Eier sind zwar gekauft worden, aber es hat niemand gesagt, dass die gegessen worden sind. Ja, gemalt hat niemand. Vielleicht werfen sie es einem Nachbar auf den Balkon. Ja, das kann sein. Ja. Also, pro Kopf kommen 2020 auf jedes Ei also ca. 27 Rollen WC-Papier, wenn man es umrechnet. Also 189 Eier, das ist eigentlich das, was ich letzte Woche gegessen habe. Mhm. Gleichzeitig habe ich sehr viel kritisches Olivenöl gebraucht und auch zugeschickt bekommen. Vielleicht war es bis für das 2020 gewesen. Unter Umständen ist es im 21 dann noch mehr. Ziemlich Hashtag, sicher. Öleier ist das Club. Ja. Ah, Team, nicht ja, Club. Ja, das Team und Club, das hat sich irgendwie vermischt. Ich bin auch so gut mit Hashtag. Auch rekordhoch Cholesterinwert, Schlaganfälle und Herzinfarkt. Ob es einen Zusammenhang hat, weiss ich jetzt nicht. Als die Veganer von dem Rekord gehört haben, haben sie sich grün um grün geärgert. Wie ist das eigentlich? Wenn jetzt so viel mehr Eier gegessen worden sind, dann ist ja wahrscheinlich auch der Aromatkonsum auf. Hat man das durch? Fürs Dach, ganz sicher. Gut, man muss das Ganze auch ein bisschen philosophisch anschauen. Oder? Man fragt sich, was war zuerst? Das Ei oder die Pandemie? Ja. Ich habe letzte Woche 6 Eier gekauft und keins davon gemacht. Hast du Olivenöl? Gut, hast du gutes Olivenöl daheim? Jetzt mach doch das mal! Nein, wieso? Molly, ich habe es gemacht. Es ist nachgekocht. Es ist gut, ist okay. Ja, aber es ist wie bei allem, es kommt darauf an, wie es würzt. Wenn es gut würzt, ist es okay. Das nennt sich Autosuggestion. Der Rest ist einfach Öl. Autosuggestion heisst, wenn du schon das Gefühl hast, es ist super geil, einfach wie es der Schweizer 50 Mal gesagt hat, dann wirst du auch geil. Nein, mit dem Gefühl bin ich ganz sicher nicht dran angegangen. So viele Leute haben mir geschrieben, hey, und Fotos geschickt, hey, ich habe es ausprobiert. Es ist wirklich der Hammer, es ist sensationell. Fotos von ihren öligen Gesichtern. Ja, mach es einfach, probier es aus. Also, du als alter Food-Influencer, sag noch mal ganz schnell, wie macht man es? Also die Öleier? Ja. Also man nimmt das Pfändchen, wenn ich jetzt zum Beispiel... Nicht einfach auf den Herd leeren. Wenn wir jetzt, sagen wir, zwei
Eier machen, oder? Mhm. Nimmt man so ein kleines Bratpfändchen, Teflon beschichtet und dann tut man das füllen mit gutem Olivenöl, am besten kretisches Olivenöl. Und dann tut man das dort rein und dort ist übrigens gerade in einem der grossen Verteiler ist kretisches Olivenöl gerade Aktion. Ist das ein Zufall? Können wir Geld für das? Wir wissen es nicht so genau. Ich kann dir garantieren, dass wir keinen. So, also, dann tust du die Pfanne mit dem Olivenöl, wirklich, der Boden muss komplett bedeckt sein. Komplett bedeckt. Also der gut... Boden von der Pfanne, ja, der Boden von der Pfanne, Aaron Merz. Ich sag nur. Und dann schön machst du das warm und es darf nicht zu heiß sein. Ja, so sprutzelt es ja, oder? Ein paar haben mir Fotos geschickt, wo man wirklich sieht, wie sie im Mai in eine Blase bildet, dann ist das Öl zu heiß. Es darf nicht zu heiß sein. Also Stufe 6, 7. So. Ja, eher so. Ja, es darf wenn nicht wenn die Küche brennt, ist es ja, nicht heiß. Gut. Weißt, ist ja gleich. Und dann tust du in so ein kleines Pfändchen, was hat das denn so? 15-20 cm Durchmesser, dann tust du die zwei Eier rein, von diesen 189, die du frisst pro Jahr. Und tust es dort rein ganz leicht köcheln. Du kannst auch mit einem Löffel dann zwischen ihnen noch Öl nehmen, heisses, und das einmal so über das Ei rein tun, dass es von oben auch noch ein bisschen kommt. So, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und dann nimmst du das mitsamt dem Öl, mit dem ganzen Öl aus der Pfanne direkt in den Teller, am besten in den Suppenteller. Und dann nimmst du ein feines Stück Brot. Also ich mal, und es ist Säb. Und dann ist es das. Es geht mir einfach zu lang. Das ist der SRF so. Nein, sorry, ich kann nicht unterbrechen. Sind wir fertig? Ist fertig? Ja, dann, was du auch noch kannst machen, ist noch ein Parmesan drüber. Mache ich auch gerne. Okay. Und dann tust du das mit einem Stück Brot so also schön durch das Ei ziehen und durch das Öl. Und dann ist es das. Es ist ein Genuss. Es ist ein Genuss, meine Damen und Herren. Nein, es ist wirklich fein. Und geniesse den Moment, weil nachher musst du noch die Küche putzen vom ganzen Öl. Ja, wenn so kochst wie Arno Merz, dann auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr nicht wisst, was ihr mit den Augen währenddessen essen sollt, wo ihr die unglaubliche Köstlichkeit in euer Mund hineinschiebt, da hätte ich noch eine kleine Comedy-Empfehlung zum Schauen. Ja. Seit langem haben wir keine Comedy-Empfehlung mehr gemacht. Die kommt von Herzen. Ich habe dann nach 20 Minuten den SDS abgestellt und bin zurück auf YouTube gegangen und habe dort Schee Krömer geschaut. Das ist das Format von Kurt Krömer. Ein grossartiger Komiker, den ich als Teenager das erste Mal gesehen habe, als er beim Stefan Raab auftreten ist, mit seiner allerersten Nummer und seinem allerersten Album, das damals geheißen hat «Na, du alte Kackbratze». Und dort habe ich gewusst, es ist ein geiler Sieg. Kurt Krömer hat mehrere Shows im Öffentlich-Rechtlichen. Aktuell ist es «Schee Krömer», ist jetzt ganz neue Staffel. Ist immer so ein bisschen als Verhör aufgebaut. Sehr, sehr lustig gemacht. Erster Gast von der neuen Staffel ist der Thorsten Sträter. Ah, Thorsten Sträter. Wo du ja auch grosser Fan bist. Ja. Und die beiden diskutieren über eine halbe Stunde praktisch nur über Depressionen. Ja. Der Kurt Krömer war gerade 8 Wochen in einer Klinik. Und es ist eigentlich eine Comedy-Show und es ist, glaube ich, nicht einmal lustig, aber keine Sekunde davon sollte man verpassen. Schaut euch das an. Schee Krömer mit dem Kurt Krömer. Gast Thorsten Sträter. Man kann aber auch alle anderen Folgen schauen. Sido ist dort und alle. Also wirklich sehr, sehr, sehr eine lustige Show. Ja, der Thorsten Sträter war einer, der auch sehr offen immer über seine Depressionen geredet hat und das auch immer, und immer noch macht und immer noch regelmäßig Rückfälle hat. Ja. Das ist schon heftig. Oder? Wenn du denkst, dass das für einen kreativen und einen unterhaltsamen Mensch ist, oder? Das ist schon... Ja, und sie reden auch sehr oft eben so über die ersten Anzeichen, die sie gehabt haben, wo man selber noch gar nicht wirklich wahrnimmt, dass das könnte dann in Richtung von einer Depression gehen. Ist also auch wirklich sehr, sehr lehrreich gewesen, habe ich gefunden, wirklich zum Schauen. Und der Kurt Krömer hat ihn natürlich auch genau wegen dem eingeladen. Also dann hat er dann auch gesagt, dass er wirklich wahrscheinlich der einzige Gast ist, wo er mit ihm ganz offen kann darüber reden kann. Und du hast auch gemerkt, Thorsten Sträter hat von dem nichts gewusst. Okay. Und ist zuerst mit ein bisschen Anschiss dort gesessen, weil er einfach, das ist blöd gesagt, ein Promotermin war und hat lange zugefahren und alles. Und dann plötzlich merkst du, wie ihm richtig das Herz aufgeht. Und er merkt, okay, ich kann mit dem Gegenüber ganz offen reden. Wirklich schön gewesen zum Schauen. Eine tolle Show. Sollte man sich unbedingt geben. Keine Sekunde davon verpassen. Wir würden uns wünschen, die Leute sagen über uns das Gleiche. Das ist der SRF Satire-Talk. Quotenmänner. Oh Mann. Präsentiert von Stefan Büsser, Aaron Herz und Michael Schweizer. Online Karin Tommen, Distribution Hans-Jörg Bolliger. Ton- und Audio-Layout Benjamin Pogonatos. Projektverantwortung Susan Witzig. Du hast auch noch etwas Gescheites geschaut diese Woche? Nein, aber ich, also nicht das Ganze. Aber der Richard David Precht, so ein Halbtagsphilosoph, wie der Beach Weber würde sagen, ist wieder mal zu Gast gewesen bei Markus Lanz. Ja.
Und der Precht ist tatsächlich jemand, der tatsächlich studierter Philosoph. Ja, schon ein bisschen. Und auch geht auch so ein bisschen in die Zukunftsforschung und in die Verhaltens... sehr intelligent. Ich weiß nicht, wie er sich genau bezeichnet. Aber auf jeden Fall, ich finde, wenn er das Maul aufmacht, ist es häufig wirklich sehr, sehr, sehr spannend und interessant, um ihm zuzuhören. Und er hat beim Markus Lanz etwas sehr Spannendes gesagt. Es gibt ja Menschen, die haben, das bei den Querdenker-Demos natürlich besonders häufig, die eigenartige Vorstellung, der Staat ist dafür da, ihnen Rechte zu garantieren und ihnen auf der Gegenseite nichts abverlangen zu dürfen. Und das ist de facto nicht der Fall. Ja, der Staat kann einem selbstverständlich abverlangen, dass die Maßnahmen, die der Staat ergreift, zum Schutz der Schwachen, und das ist das starke Motiv, das dahinter ist, dass sie eingehalten werden. Ja, also es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Rechten und Pflichten. Das ist ja was man jedes Kind lernt. Und das gilt genauso fürs Staatsbürgertum. Jetzt haben wir aber, und das ist eigentlich so die Hauptsorge, die ich hatte, als ich das Buch geschrieben habe. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Menschen so das Gefühl haben, sie müssen können vom Staat immer kriegen. Jeder weiß sehr genau, was ihm zusteht. Jeder Politiker, der heute eine Wahl gewinnen will, der verspricht da Steuererleichterungen und da Kinderfreibetrag und da wird Kindergeld erhöht und da gibt es eine höhere... wird immer nur was versprochen. Dann passiert das, dass die Menschen so das Gefühl haben, sie gehen einen Vertrag ein, ja, mit einem Unternehmen, ja, von wo sie jetzt den ultimativen Handytarif oder irgendwas kriegen. Also sie benehmen sich nicht wie Staatsbürger, sondern sie werden zu Kunden. Sie haben so eine kundenartige Erwartung an den Staat, dass der Staat ihnen alles und so weiter zu liefern hat, aber ihm, wie das bei Kunden so ist, nichts abverlangt. Und das ist so ein bisschen die Haltung, die viele Menschen zum Staat inzwischen eingenommen haben. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, weil auch mit dieser Basis kann man langfristig keinen Staat machen.